Ich bin Kerstin Kündig, ich spiele im Schweizer A-Nationalteam Handball und ich bin 29 und auf Vereinsebene spiele ich in Dänemark in Viborg Handball. Grundsätzlich habe ich mich im Schulsport angemeldet, einfach man konnte wählen, was man am Mittwochnachmittag am schulfreien Nachmittag machen möchte. Ich hatte ein Kreuzchen bei Handball gesetzt, wahrscheinlich ein bisschen durch meinen Papi und Grosspapi beeinflusst, die schon Handball gespielt haben. Ob sie jetzt wirklich gesagt, also einen maßgeblichen Einfluss hatten, keine Ahnung, aber wahrscheinlich habe ich schon ein bisschen geliebäugelt mit dem Sport, weil ich einfach jeden Samstag am Spieltag von meinem Papi in der Halle war als kleiner Knopf. Ja, dann habe ich Schulsport gemacht, U13 gespielt, Minis gespielt, halt was man so macht in diesem Alter. Und dann ist das so weitergegangen, bis ich jetzt darf im Ausland spielen. Ich habe mein ETH-Studium in Medizintechnik abgeschlossen, bevor ich ins Ausland gegangen bin. Ich habe meinen Master fertig und dann habe ich jetzt aber so als Vollprofi im Ausland gemerkt, ich würde eigentlich gerne noch etwas nebenbei machen. Ich habe jetzt noch ein Wirtschaftsstudium angefangen, um ein bisschen mein Hirn füttern mit etwas neben dem Handball, weil ich glaube, ich bin ein Typ Mensch, der besser Handball spielen kann, wenn ich immer mal wieder eine Ablenkung habe neben dem Handball und ich nicht nur an Handball denke, weil ich glaube, gerade in der Corona-Zeit ist es im Ausland manchmal auch ein bisschen schwierig, weil es halt wirklich nur noch Handball gegeben hat. Man hat nicht können heimreisen, man hat nichts können machen und das ganze Umfeld war auch nur noch Handball gewesen. Und darum, ja, habe ich jetzt noch das zweite Studium angefangen. Und das ist so das, was ich dann nebenan mache. Aber grundsätzlich, ich müsste nichts machen, ich wäre Vollprofi. Am meisten fasziniert mich, dass du nicht nur etwas können musst. Ich glaube, es ist so eine der wenigen Sportarten, wo du wirklich musst physisch gewisse Voraussetzungen haben, du musst mental gewisse Voraussetzungen haben, du musst aber auch ein Teamplayer sein. Gerade als Spielmacher ist auch ein bisschen Cleverness an den Tag legen, was Vorbereitung auf ein Spiel etc. bringt. Und ich glaube, es ist so, es ist ein schnelles Spiel, es gibt viel Goal, es geht viel ab auf dem Spielfeld. Ich glaube, das ist etwas, was mich am meisten fasziniert. Auch noch sehr, sehr jung war, als ich mein erstes Länderspiel hatte. Sehr kurzfristig aufgeboten worden, nah aufgeboten worden für jemanden und durfte, ich glaube, knapp 7 Minuten oder so auf dem Platz stehen. Also nicht viel Einsatzzeit gehabt, aber für mich war es natürlich zu dem Zeitpunkt ein absolutes Highlight gewesen. Und dann hat es unterwegs auf dem Karriereweg von mir in der Nazi natürlich viele Highlights für mich gegeben. Irgendwie mal eine ausverkaufte Halle im Ausland, mal eine ausverkaufte Halle in der Schweiz. Jetzt die historisch EM-Qualifikation war natürlich auch für mich ein absolutes Highlight. Und darum freue ich mich jetzt umso mehr, wenn dann das Turnier in ein paar Wochen auf dem Programm steht. Früher war es viel mehr eine Ehre, einfach in der Nazi zu sein. Und jetzt ist es auch so ein Stück weit Heimat, die manchmal für die Wochen oder manchmal 2 Wochen halt so ein bisschen für mich. Also, es ist noch schwierig zu sagen, aber ich freue mich irgendwie ganz besonders, weil mal Schweizerdeutsch reden, mal irgendwie alle diese Leute um mich haben, die ich teils seit Jahre kennen, früher zusammengespielt haben miteinander im Verein und das ist auch schön, die einfach alle mal wieder zu sehen und darum freue ich mich immer ganz besonders auf die Woche. Ja, ich denke, meine Rolle ist unterdessen auch, dass ich zu einer der erfahrensten Spielerinnen gehöre im Nationalteam. Ich bin sicherlich auch von meiner Position her als Spielmacherin eine der Führungsspielerinnen auf dem Feld und das nicht nur wegen meiner Erfahrung, sondern auch, weil ich Spiel leiten muss als Spielmacherin. Und ich denke aber, dass ich nicht nur wegen dem Handballerischen wichtig bin für die Mannschaft, sondern eben auch, weil ich schon eine gewisse Anzahl Länderspiele dürfen habe, weil ich darf auch im Ausland Handball spielen und ich so vielleicht auch Erfahrungen in die Mannschaft bringen kann, die noch sehr, sehr jung ist. Ich denke, niemand hat vor einem Jahr erwartet, dass wir uns für die Euro 2022 schon qualifizieren können. Und darum, ich denke, es ist eine super Hauptprobe auch für die Euro 2024. Und ich glaube, wir möchten uns so teuer wie möglich verkaufen. Wir möchten einfach in jedes Spiel hineingehen und alles geben. Und man weiß nie, was möglich ist. Und ich denke, wir können über uns hinauswachsen, aber auch Gegner können einen rabenschwarzen Tag mal haben. Und ich glaube, egal gegen wen man spielt, ob das gegen Norwegen ist, die eine absolute Top-Nation ist, oder gegen andere sehr, sehr starke europäische Mannschaften, ich glaube, man muss einfach immer den Tag nehmen, wie er kommt, und das Beste rausholen.